Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time at Sandra. Ich schau gerade, was man noch so herstellen könnte, wenn man noch schon mal so unterwegs ist. Da kriege ich bestimmt bald was Besseres. Ich glaube nicht, dass ich das veredeln muss. Ja, ich habe hier jeden möglichen Scheiß, ich weiß schon. Coco. Gut, dann gehe ich mal rein, stelle da meinen ganzen Poster und so auf. Und dann schauen wir mal, was uns morgen so Spannendes erwartet. Ich wette, morgen gibt es richtig viel Shit, was irgendwie hier abgeht. Ach ja, ich erinnere mich, mein Haus sieht aus wie ein Müllhaufen. Da war was. Das da wollte ich anlegen, das da wollte ich aufhängen. Hey, da ist eine rustikale Eule, okay. Wenn du meinst, dann ist es aber eine rustikale Eule. Habe ich vielleicht noch irgendwo Meter für so ein hässliches Bild? Du? Ah, ich habe doch da so verschiedene Positionen, wo das hängen kann. Wäre das nicht ein bisschen drunter oder ein bisschen drüber aufhängen? Dass das halt passt. Oh, da kann ich es hinhängen. Meisterwerkkrone. Ich habe vielleicht noch eine Uhr und so, aber wir müssen echt nichts mehr in unser Haus stellen. Das sieht halt echt scheiße langsam aus. Ich nehme hier noch so eine Uhr auf irgendwo. Also am Boden ist noch so ein bisschen Platz, aber das war es halt dann irgendwann. Okay, gehen wir schlafen. Ja. Ganz dringend muss ich mal schlafen gehen. Okay, meine Haustiere wurden losgeschickt und in 2 Stunden beginnt meine Party. Okay, ja, du kommst schon irgendwie aus der Tür raus, wenn du oben am Sofa stehst. Es klappt schon. Okay. Ich weiß nicht, was das gerade für ein Leck war. Ich habe irgendwas per Post gekriegt, was mir wahrscheinlich keinen Spaß machen wird. Okay, ich glaube, das war gerade der Render-Ding für die Party. Gut, dann stelle ich mal das da auch da hinten auf. Falls sich irgendjemand so ein schönes DNS-Modell anschauen will. Okay, Jasmin steht vor meiner Tür. Oh, that's pretty. Funky. Ich werde auf der Suche. Einen automatischen Reiskocher. Klar, mach ich den automatischen Reiskocher. Du bist ein Appell an die Bürger. Okay, ja, Logan und Aharu müssen freigelassen werden. Okay, die haben aber da auch so eine Unterschriftliste so. Oh, ich kann nicht zu deiner Party kommen. Mir ist das dazwischen gekommen. Oh. Habe ich den automatischen Reiskocher schon gelernt? Ich glaube schon. Ja, habt Spaß auf meinem Grundstück, Leute. Die ganze Scheiße verkaufe ich jetzt einfach, weil ganz ehrlich, was will ich mit 20 DNS-Modellen? Genau nix. Okay, warte mal, dann gehe ich da oben noch schnell die Hummeisen töten. Aber was soll ich denn da? Ich habe eine Main-Mission irgendwo. Okay, bei Arivo und dann Rathaus ist eine Nebenmission. Okay. Das klingt doch nach Spaß. Okay, 8. 9. Okay, die Crazy steht ja gleich vor meiner Haustür. Wie edel von ihr. Katori rennt hierher. Ah, er hat mit Dreck aufgefüllt. Okay. Really cool. 6 Freundschaft, yay, das hat sich richtig gelohnt. Ah, hier haben wir auch noch so einen Mini-Auftrag. Gehen wir mal dahin. Was haben wir da für eine Szene? Puh, ich hatte Glück, dass du da warst, Sheriff. Ohne dich hätte ich mich mit Sicherheit umgehauen. Ach, das ist nichts. Ja, ist ja nicht so, als ob ich hier in Schwierigkeiten geraten würde, nicht wahr? Er gab mir ein riesiges Entenei. Was soll ich mit diesem riesigen Ei anfangen? Maurice, Maurice. Wer ist Maurice? Wie sagt er, dass mich mir so nennen soll? Er ist in Wirklichkeit Maurice. Ach, ich wollte mich nur bedanken. Als du kamst und halfst, die ekligen Wespen zu vertreiben, sagte Unso zu mir, du wärst ziemlich schlimm zugestochen worden.
Wollte nur eine Salbe bringen. Ach, nichts Besonderes, Vivi. Wie geht's dir? Sind die Wespen zurückgekommen? Und seitdem bin ich nicht mehr zurückgekommen. Du bist ein richtiger Sheriff. Ich bin mir sicher, Bill würde stolz auf dich sein. Danke, Viv. Ich muss Mord etwas Trockenfleisch bringen. Dann bin ich weg vom Fenster. Hä, das ist mega komisch, wie der irgendwie spricht. Pass gut auf dich auf, Vivi. Na du? Oh, leider, ich habe dich gar nicht gesehen. Du bist ein echter Held, Maurice. Ich glaube, in letzter Zeit vertraut dir wirklich jeder. Aha, nein, jeder ist nur höflich. Ich muss sagen, die Leute haben mir und meine Zivilgruppe in der letzten Zeit wirklich Vertrauen entgegengebracht. Wir bekommen Kopfgeld und die Leute geben uns all die Geschenke. Ich glaube, nachdem wir so viel erlebt haben, sind jetzt die Dinge etwas anders. Ich habe eine Idee, wie wäre es mit einer Jagdmühle im Blue Moon? Ich lade dich an. Auf geht's. Okay, Jagdmühle, yay. Jotta, es sieht also aus, als ob du heute gut gelaunt wärst, Layla. Toll, dass du da bist. Ja, ich fühle mich richtig gut heute, Partner. Hey, welche ist deine teuerste Jagdmilch, die du hast? Gib mir und Layla etwas davon ab. Gut, ich komme. Okay, dann kommst du wohl. Zweites teuersten Getränk im Haus. Vergiss nicht, eine positive Bewertung abzugeben. Boss, ich mag was bestellen. Ich komme. Nun genieß deine Drinks. Ich gehe da mal. Owen hat in letzter Zeit sehr viel um die Ohren. Nach dem Kampf im Norden scheint alles ein großer Teil der Last von den Schultern gefallen zu sein. Jeder kommt zu uns, dankt uns für unseren Dienst. Es ist das allererste Mal, dass man mich so lobt. Es ist komisch, aber nett. Ich bin mutiger als je zuvor. Nach allem, was wir erlebt haben, kann mir die Welt jetzt noch alles bieten. Du bist ein echter Held. Ach komm schon. Ich muss aber sagen, dass es sich, wenn es andere sagen, nur nach Höflichkeit klingt, aber wenn du es sagst, denke ganz ehrlich, das ist sogar ein bisschen unheimlich, wenn man darüber nachdenkt. Ich war schon eine ganze Weile Sheriff, aber solche Aktionen hat noch nie jemand gemacht. Wir helfen Vivi, Wespen loszuwerden, ein paar Sandbanditen. Ah, der Kampf mit Duvus. Oh, das ist der Wahnsinn, oder? Das ist wirklich geschehen. Nachdem wir die Nachrichten von Duvus abgehört hatten, fing ich einfach an zu spielen, ohne lang zu zögern. Bevor ich mich versah, waren wir bei den wirklichen Ruinen. Ich sage es dir ungern. Aber ich habe nie wirklich das Vertrauen gehabt, mit Vollgas durchzustarten. Ich möchte keine Risiken nehmen. Aber diesmal habe ich nicht einmal daran gedacht. Hier ging es um Sandrock und ich werde alles tun, um ihn zu beschützen. Als wir dann mitten im Kampf steckten, war mir bewusst, dass uns keine Zeit mehr bleibt. Also habe ich euch beiden geraten, euch in Mathilda zu bemühen. Ich wollte nicht den Helden markieren, das war ein neues Gefühl. Haha, endlich bin ich mal ein richtiger Sheriff. Doch ich weiß, dass ich ohne euch nicht tun könne. Ich fühle, wie mich mein Leben geändert hat. Das alte Ich wäre allein nicht in der Lage dazu, eine Welle von Soldaten aus Duvus aufzuhalten. Ah, du hast mich dazu inspiriert. Habe ich gerade ein Date mit denen? Ich bin so glücklich. Ja, ich habe gerade ein Date mit ihnen. Willkommen, Priest. Ich freue mich einfach, bei dir zu sein. No. Ist das heiß hier drin? Ich sollte wohl zurück auf Paratholie gehen. Wenn wir die Chance haben, sollten wir Owen davon überzeugen, dass er uns behandelt. Hey, übrigens, das möchte ich für dich haben. Jedes Geschenk an die Zivilgruppe ist ein Geschenk an dich. Hey, cool, 5 Eier und 10 Sandreis. Geil. Luxus. Ja, gut. Ich finde diese Szenen immer sehr unterhaltsam. Ich finde, die sind immer viel zu viel, aber ich denke, wenn man das Spiel jetzt halt dann praktisch von Null an anfängt, dass es dann nicht so krass ist. Okay, schauen wir mal als erstes auf die. Ein Sandreiskuchen. Ja. Den Rest möchte ich irgendwie nicht. Vor allem, ich möchte nicht angeln. Ich finde Angeln leider richtig schrecklich. Mit Heidi brauche ich ja keine Freundschaft, gell? Okay, also die Bronzestangen kann ich für die alle machen. Für den kann ich auch richtig Hartholzziegel machen. Oh, perfekt. Nee, dann nehme ich die Segeltücher. So. Reicht wieder für heute. Ich meine, ich bin auf Platz 1 und ich werde auf Platz 1 bleiben. Mich wird keiner da überholen. So, dann gehen wir mal nach da oben. Gibt es ja weitere schöne Anfragen. So. Was? Ich. Hört sich an, als ob jemand ein Rathaus vor sich geht. Ja, auf ins Rathaus würde ich mal sagen, oder?
Verzöge ich doch gar nicht auf ins Rathaus. Leute, ich kann nicht einfach, das kann ich nicht. Sie haben eine große Untersuchung gegen alle eingeleitet, die in den letzten 20 Jahren ihren Abschluss im MAI-D gemacht haben. Es gibt niemanden, den sie rüberschicken können, um die Position zu übernehmen. Das musst du sein, Burgilein. Oder sollte ich sagen, Minister Burgilein? Minister Burgilein? Oh, Leila, schön, dass du dich uns anschließt. Bitte bring diese Leute zur Vernunft. Zeig ihnen, dass ich niemals gut genug sein könnte, Minister von Sandrock zu werden. Ich glaube an dich selbst. Ja, komm, das sagen wir, oder? Komm schon, das ist nicht offensichtlich. Erstens, ich bin in allen schlecht. Zweitens, ich kann das nicht. Drittens, erstens und zweitens. Verdammt, es sind eine Menge Gründe. Nein, eigentlich nicht. Hey, warte mal kurz, das ist doch nur übertriebene, pauschale Aussagen, die du deine eigene Meinung wiedergeben. Verdammt, Direktor, schau. Warum machst du es nicht mit deinem Bi? Du bist der inspirierendsten Menschen, die ich kenne. Ich bekomme ein Kind. Oh, sie ist echt schwanger. Keine Zeit für einen Auftritt wie diesen. In gewisser Weise ist die Oase mein Baby. Du greifst nach Strohhalm, Burgilein. Ich weiß. Außerdem bin ich nicht so gut im Reden. Reden und so. Wenn ich predigen müsste, würde ich nur sagen, es seid einfach gut zueinander. Das war's. Warum muss ich noch mehr sagen als das? Geht alle einen Baum pflanzen? Jetzt habe ich noch 89 Minuten zum Fühlen. Prägnant und doch aufschlussreich. Kann ich das verwenden? Klar, ich sag dir was. Du kannst jederzeit mit deinen Ideen zu mir kommen. Ich helfe dir so gut ich kann. Fragen nach meiner Meinung zur Wasservergeudung. Spoiler-Alarm, sie ist genauso radikal wie deine. Wir drücken dir alle die Daumen, Burgess. Alle wollen sehen, wie du deine neuen Rolle aufblühst. Daumen drücken, was? Aufblühen, sagst du. Ich fühle mich ein bisschen besser, wenn ich weiß, dass jemand eher mich glaubt, aber nein. Ich habe kein Vertrauen in meine Fähigkeiten als Minister. Bürgermeisterin, gibt es hier wirklich niemanden, der mir sagen kann, was ich tun soll? Überhaupt niemanden? Was mit Zecke? Er war doch mal der Minister, oder? Ja, also erstens, Zecke in den Ruhestand gegangen. Zweitens, er will kein Minister sein. Drittens, was er tut, ist viel zu wichtig, um ihn hier einspringen zu lassen. Vor allem, wenn wir zwei absolut fähige Minister vor mir stehen. Fakten. Und nein, jede dieser Gründe ist für sich allein schon gut genug. Das ist richtig. Der Einzige, der die Hingabe, den Spielraum und Güte hat, die dieser Stelle erforderlich sind, bist du. Du musstest sein Kumpel. Uff, uff, uff. Reiß dich zusammen, Mann. Überventiliere nicht vor mir, Kra. Hey, Leute. Hier wird mir zu viel geschrien. Das ist alles in Ordnung. Soll ich hier auch schreien? Das wird nicht nötig sein. Wir haben nur versucht, Burgess zu zeigen, dass er das Zeug dazu hat, der nächste offizielle Minister der Kirche des Lichts, Ortsgruppe Sandrock, zu werden. Oh Gott, musst du das so sagen? Du fühlst dich mit der Aufgabe nicht gewachsen? Vielleicht brauchst du nur ein Hut. Fahre fort. Ich meine, manchmal, wenn du das Gefühl hast, dass du nicht da bist, wo du im Leben sein willst, kann der richtige Hut den Unterschied machen. Sind wir jetzt Albert oder was? Nimm zum Beispiel den Hilfs-Sheriff-Kappe. Jeder, der sie trägt, ist ein Hilfs-Sheriff. Wenn du also einen Ministerhut hättest, wärst du ein Minister. Niemand würde Fragen stellen. Mathilda hat nie einen Hut getragen. Das liegt daran, dass Mathilda das Selbstvertrauen eines Superschurken hatte. Ich habe genug gehört. Ich brauche einen Hut. Vielen Dank für den guten Vorschlag und such. Das ist in Ordnung. Leider kannst du mit einem Ministerhut machen. Ja klar. Piu, piu. Glaub nicht. Komm, mach ich. Das ist doch nicht immer so. Okay, ja, ich mach dir deinen Hut. Yep, tschüss. Herr Minister. Ach ja, so viel Stress schon wieder in Sandrocky. Sehr, sehr viel Stress. Okay, wir müssen in drei verschiedene Richtungen für unsere Aufträge. Und hier unten beim Archivo geht's mal weiter. Da gibt es nämlich einen weiteren Auftrag. Ach Gott, ich will nicht. Haru, ist so schön, dich zu sehen. Ich habe im Verkauf von Handcreme eine Menge Geld verdient und einen Teil für dich beiseite gelegt. Nimm das. Das kannst du bestimmt gebrauchen. Wow, das ist so viel. Das ist wirklich schwer. Was soll ich sagen? Bei den Treppen ist der profitabelste Gemüsestand des Dorfes. Wir haben keinen anderen. Deine Produkte sind erstaunlich und dein Charme lässt sie aus den Regalen fliegen. Ich bin mir sicher, dass in kürzester Zeit im Dorf wieder auf die Beine kommst.
Danke, Haribo. Wenn ich etwas Geld zur Seite legen kann, kann ich mir vielleicht leisten, auf eine Universität zu gehen. Das ist eine fantastische Idee. Wenn du studierst, kannst du mehr Produkte herstellen und wir können noch mehr Produkte verkaufen. Wie mein Vater zu sagen pflegt, denn Lernen macht ein großes Gehirn noch größer. Okay. Dann machen wir aber an dieser Stelle mal einen Cut. Und dann schauen wir, was Eva so zu sagen hat. Bis dahin. Bye.